Das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Man sieht es, wie es zwischen Knopf und Kragen blinkt. Es müssen ja nicht immer Perlen sein. Oft tut es auch ein Kreuz, das so an einem Kettchen schwingt. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich für alle dort kreuzigen ließ? Das kleine Kreuz an deinem Hals, das trägt sich gut, nicht so wie das, an dem einst Jesus Schweiß vergoss. Da ist kein Dreck mehr dran und nichts mehr von dem Blut, das dort für dich und mich und unsere Schulden floss. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich für alle dort kreuzigen ließ? Das war nicht prunkvoll, als er starb, das war nicht schön, das war für unsere Augen eher ärgerlich. Doch Jesus musste in die tiefste Tiefe gehen, damit wir selbst nicht gehen müssen, du und ich. Was ist mit dem Kreuz passiert? Ist es so blank poliert, weil du nicht wissen willst, was dort geschah? Was ist mit dem Mann geschehen? Hast du ihn angesehen, wie er am Kreuz hing? Für dich hing er da. Und alles das, was du noch heut am Halse hast, das nagelte man da am Kreuze mit ihm fest. Denn dein Versagen hing an ihm und deine Last, du wirst sie los sein, wenn du sie ihm überlässt. Das ist da am Kreuz passiert, da wird es garantiert, dass, wenn du willst, dich von Gott nichts mehr trennt. Das ist da am Kreuz geschehen und das kann jeder sehen, wenn er in Jesus den Sohn Gottes kennt.